meine Damen und Herren. Mein Name ist Pascal Matthäus und ich präsentiere Ihnen heute das Christian-Gymnasium Hermannsburg, seines Zeichens Europaschule. Nach dem Betreten der Schule durch den Haupteingang kommt man automatisch in die Pausenhalle. Diese wird zum Zeitpunkt unserer Aufnahmen von dem 13. Jahrgang für die Präsentation seiner Facharbeiten präpariert. Schwerpunkt lag hier auf dem Thema Klimawandel in der Europäischen Union. Hier stehen wir vor dem Lehrerzimmer des Christian-Gymnasiums. Zu meiner Rechten, einmal dort. Außerdem hier zu meiner Linken die Ahnengalerie des Christian-Gymnasiums. Wir haben hier einmal Prinz Christian, dem Namensgeber unserer Schule. Prinz Christian von Hannover. Von seiner Tante Marie kam das Geld für die Schule, das Geld für den Bau der Christian-Schule. Deshalb trägt sie seinen Namen. Weiter hier links haben wir den ersten Schulleiter der Christian-Schule, Direktor Karl Habenicht. Von 1904 bis 1941 war er hier der Leiter. Herr Dr. Ganzer berichtet über weitere Projekte unserer Schule. eTwinning ist mittlerweile in allen europäischen Staaten vorhanden und in Niedersachsen sind es etwa so 100 Schulen, die dort dran teilnehmen. Wir sind eine davon und wir sind auch die Schule, die jetzt in einem Teil von Niedersachsen die Moderation übernommen hat. Zurzeit haben wir eine Kombination von einem Comenius-Projekt zur Herausforderung im Rahmen der Europäischen Union und dort sind also verschiedene eTwinning-Partnerschaften aufgebaut mit der Slowakei, mit Ungarn, mit Finnland, mit Polen und da werden kleine Projekte gemacht. Das Ganze weitet sich jetzt aus. Wir haben einen Partner in Italien dazu bekommen und werden auch demnächst einen Partner in Estland dazu haben. Sodass also, meine Damen und Herren, hier treffe ich jetzt nicht, wie man vielleicht denken könnte, den Weihnachtsmann, sondern niemand geringeres als unsere aktuelle Schulleiterin, Frau Schmidt-Hennies. Die muss natürlich wissen, warum das Christian-Gymnasium Europaschule ist. Ja, ich sitze jetzt hier bei Frau Schmidt-Hennies, unserer Schulleiterin, und wir haben uns gedacht, die können wir am besten fragen, warum das Christian-Gymnasium Europaschule ist. Wie gesagt, wir haben am Eingang gefunden, dass wir hier Europaschule sind, das Christian-Gymnasium. Können Sie da vielleicht ein paar Sätze zu sagen, was das genau heißt und warum die Christian-Schule, das Christian-Gymnasium diese Auszeichnung hat? Ja. Also einmal haben wir das in unserem Leitbild verankert, aber wir wollen gerne, dass unsere Schülerinnen und Schüler von Hermannsburg aus einen Blick in die europäischen Länder werfen und so das Leben in einer zunehmend globalisierten Welt auch wirklich kennenlernen. Ja, können Sie vielleicht nochmal näher ausführen, was dieses Kosovo-Projekt jetzt für unsere Schule dann bringt und warum wir uns hier darauf eingelassen haben? Wir erhoffen uns, dass wir aus dem Kosovo nähere Informationen bekommen, dadurch, dass wir persönlich Kontakt mit dem Kosovo haben. Wir haben geplant, dass es erstmal eine rein elektronische Partnerschaft wird, aufgrund der politischen Gegebenheiten. Vielleicht kann in Zukunft mehr daraus entstehen. Von unserer Seite wäre das sehr willkommen. Wir haben schon 3 Wochen aus der Schule in Skenderei einen Lehrer hier zu Gast gehabt, der sich hier vor Ort mit dem deutschen Schulsystem beschäftigt hat, und für unsere Schülerinnen und Schüler wäre es schön, einmal im Kosovo zu sehen, wie die Menschen dort vor Ort leben. Ja, dann danke Ihnen soweit. Herr Saiti, ein Gast aus dem Kosovo, befragt über seinen Aufenthalt an unserer Schule, antwortete uns Folgendes. Ja, ich bin seit 3 Wochen hier. Heute ist der letzte Tag und ich bin hier im Rahmen des Programms Schule Partner der Zukunft. Ja. Ich habe bis heute bei 14 Lehrkräften hier hospitiert und habe den Deutschunterricht besucht, habe neue Methoden gelernt. Jetzt bin ich noch sicherer vor meinen Schülern sozusagen. Wie gesagt, die Schüler sind sehr interessiert und motiviert, Deutsch zu lernen. Sie lernen auch vom Fernseher. Und in diesen 3 Wochen war hier
sehr gut. Ich fand auch die Unterstützung von Deutschkollegen und sie waren sehr freundlich und sehr nett mit mir und auch die Schüler. Und, ja, Herr Zobe, was können Sie denn noch über die Partnerschaftsbörse sagen und den Austausch mit dem Kosovo? Ja, als Europaschule freuen wir uns, an der Schulpartnerschaftsbörse teilzunehmen. Das ist für uns gerade der richtige Ort, neue Kontakte zu knüpfen und uns auch zu präsentieren, die Erfahrungen unserer alten Kontakte weiterzugeben. Und wir freuen uns halt auch dort, sage ich mal, die Schule aus dem Kosovo zu sehen und zu treffen, deren Kollegen wir in Hermannsburg zu Besuch hatten. Gut, schönen Dank.